Ich bin Grasul, nicht irgendein Tourist. Ist so. Ich bin der Reiseführer. Ups, tut mir leid, diese Sache stresst mich so ungemein. Der Reiseführer sollte eigentlich schon hier sein und die Gäste werden unruhig. Komm frisch vom Luftschiff aus Arbury. Eine übliche Reiseführerin sollte uns hier eigentlich treffen und die Gruppe durch Denise führen, aber sie ist nicht aufgetaucht. Hol mir Kalasu. Also, wie gut kennst du Denise? Glaubst du, dass du viele Wahrzeichen zeigen und Fragen beantworten kannst? Ah, klar. Geh einfach und gib ihnen eine Stadtführung. Improvisiere, wenn nötig. Bitte, bitte. Easy going. So, Freunde. Ja, das bin ich. Wir gehen jetzt erstmal Kaffee trinken. Auf der Huthöhe gelegen in Arizona. Der Hauptstadt von Denise. Sie wurde zuerst von einem antiken Poeten erwähnt, und zwar von Pasiphae aus Turquesa. Sie hat über diesen einzigartigen Ort geschrieben, der auf einem Wege zwischen Wasser und Wind liegt. Ein ästhetisches Massiv aus roten Gestein, das du im Süden auf dem Weg nach Brical de Mar erblickst, heißt Prasinkiste. Diese Küste war die ganz am Anfang, ne? Oh nein, als ob ich es dann von vorne machen muss. Fantastische Klippen. Sie führten den ganzen Weg zum Ufer des Selaro hinunter. Entschuldigung, eine Frage. Was liegt auf der anderen Seite des Flusses? Die Stadt Turquesa. Ein idyllisches kleines Städtchen, das die uralte Reverine-Gefolgschaft beherbergt. Das ist die letzte der alten Seemannsbursche. Was sollen wir uns als nächstes ansehen? Ich stehe voll auf Geschichte. Hängbrücken, die Ruinen der windgewandten Festung. Oh, Bogen, ich liebe Bogen. Mal sehen, ob sie so toll ist wie die in Loch Ardua. Genießt den Rest eures Aufenthalts. Fertig mit der Welt. Alles klar. Aber schon zwei. So, ich hab fertig. Wo bleibt die Kohle? Rangabzeichen? Ein Ring schon. Durch Wassertechniken erlittenen Schaden? Er ist auf jeden Fall auf allem gut, die halt gegen Wasser irgendwie anfällig sind, ne? Beziehungsweise, wenn man weiß, man ist an einem Wasserkampf, dann kann man das annehmen. Das müsste ich eigentlich unserem Elektro-Temtem anlegen. Wir können ja erstmal so machen. Was geht ab hier? Versuch zu lesen. Würdest du mich bitte in Ruhe lassen? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Oha! Ist doch ein Shiny oder was? Jo, ich würde sagen, die haben das Ding hier eingenommen. Ich glaube, hier war schon seit Jahren kein Mensch mehr drin, ne? Und die Leute interessiert es nicht. Ja, das sieht sehr bequem aus. So kann man bestimmt sehr gut schlafen. Ohne Lehne. Nach dem Spiel mit Temtem immer die Hände waschen. Ein guter Ratschlag. Wieso guckst du so traurig? Misophobia.
Guck, die haben sie den Kopf gewaschen, haben sie ja. Fragst du mich jetzt, warum ich hier sitze? Warum sitzt du hier? Und es geht wieder los. Das Sofa sieht bequem aus. Oh, natürlich bist du einer von denen. Gut, der Nacken nicht weh. Was ist, wenn ich lieber auf dem Fenster schaue? Hä? Hast du da daran mal gedacht, du Genie? Touché. Ich finde diesen Stuhl sehr bequem. Vielen Dank auch. Wo war das Buch noch gleich? Ich versuche ein Buch zu finden. Ein Literatursnob. Ich versuche ein Buch zu finden, aber meine Mutter hat sie nach Umschlagfarbe geordnet. Warum? Welches denn? Oh, du hast keine Ahnung. Hm, viel Glück. Richtiger Schellen, Alter. Bitte aus der Tür raus, danke. Ja, warum nicht? Aber ich sehe ja nur einen Gemüseteller mit ein paar Mohrrüben, ein paar Tomaten und irgendwas ist da noch. Die Weim auf jeden Fall ein bisschen. Jetzt etwas Kaffee. Musst du welchen aufsetzen? Oh wait, könnte man an den Rechner gehen? Ja, wahrscheinlich nicht. Man kann allgemein nichts, glaube ich, großartig in den Häusern machen, ne? Außer reden. Wen haben wir hier? Magst du Comics? Natürlich. Weißt du ja, wovon ich hier rede. Wovon redest du denn? Die letzte Ausgabe von Endelras Aufgabe kommt diese Woche raus. Und diese Woche? Hast du die letzte Ausgabe gelesen? Ich habe gar keine gelesen. Die letzte Geschichte hatte einen totalen Cliffhanger und ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie sie dem König von Arbury entkommt und ihrem Namen vom Mord an Sisilo reinwaschen kann. Wann ist der Release? Ach, erst in Chipanku und dann dauert es Monate, bis wir es hier in Denis bekommen. Aber eine Belohnung. Wie der Schurke der Weltmeere sagen würde. Du hast mich echt glücklich gemacht. Dann reise ich mal nach Chipanku. Wo kann ich das finden? Chipanku wird sie uns sagen. Ich kenne einen Bücherladen, der es vielleicht haben könnte. Besongs Bücher in Uhuru. Inkisiva? Das werde ich. Ist Chipanku nicht besser? Ich weiß, dass das unlogisch klingt, aber alle gehen nach Chipanku, um dort ihre Comics zu kaufen. Ah, bei Fett. Dann auf nach Kisiva. Lass Laura dich nicht auf komische Missionen schicken. Ach, Renata. Renata wieder. Okay, hier unten waren wir überall. Dann haben wir noch 1, 2, 3 Häuser vor uns. Fahrkartenschalter? Da bist du hier falsch. Geh einfach zum Terminal westlich von hier. Zuerst kannst du erstmal mein Haus verlassen und dann zum Terminal gehen, um da jemanden voll zu quasseln. Oder halt einfach nach dem Schlepper Ausschau, der ständig vor meinem Fenster rumschreit. Was noch irgendwas? Magst du Luftschiffe? Ja, ich meine, ich habe nichts dagegen. Aber wenn sie mitten in der Nacht einen Haufen lauter Touristen gleich neben meinem Fenster rauslassen, naja. Ja, das ist hier links. Aber wir gehen erstmal noch nach oben. Da oben gibt es anscheinend auch Klamotten.
das ist das Hotel. Leider sind wir bis unter das Dach ausgebucht. Das ist ein Zufall. Monsieur hat kein Gepäck. Super, ich meine, in Ordnung. Entspann dich, ich bin kein Gast. Im Himmel sei Dank. Ich schleppe heute schon den ganzen Tag Koffer. Diese höllische Treppe rauf und runter. Wenn Luca doch nur endlich einen Aufzug einbauen würde. Viel zu tun? Schick Kalasu. In der Hochsaison ist es immer sehr hektisch. Wo ist mein Zimmer? Tut mir leid, wenn Monsieur sich bitte kurz gedulden könnte, dann frage ich bei der Rezeption nach und ich ziehe dich doch mal auf. Alter, das ist nicht lustig. Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Will mal, Digga. Oh, er ist ein bisschen rot geworden. Sieht ein bisschen aus wie Zoidberg. Genug Sonne für heute, das hätte ich auch gesagt. Den Rest des Tages bleibe ich heute drin. Okay. Wie soll man sonst eine Unterhaltung anfangen? Nicht wahr? Na, gar nicht anfangen. What? Kunto, hallo, ich muss schon sagen, ich liebe Denise. Das ist meine Lieblingsinsel, fern der Heimat. Woher kommst du denn? Uhuru, Inquisiva. Achso, das ist sogar eine Stadt, Inquisiva. Dem war es ja gar nicht so lustig vorhin. Es ist eine lange Reise mit dem Luftschiff, aber das ist mehr als wert. Ich liebe das Ambiente hier in Denise einfach. Was magst du denn am Denise am liebsten? Den Silaro, nicht wahr? Nichts für ungut, aber der kommt mir wie eine extra große Version des Mojo-Sees vor. Nee, was ich wirklich liebe, ist die Vielfalt der Wind-Temtem. Zu Hause haben wir nur die Erd-Temtems, deshalb kommt mir hier alles so exotisch vor. Außerdem gefällt es mir, wie entspannt hier alle sind. Man fühlt sich so willkommen. Ich habe in Arbery studiert. Und da war alles so formell und strikt. Ich bin eher so der legere Denise-Typ. Oh Mann, nett mit dir zu plaudern. Guten Tag, was darf das für Monsieur denn heute sein? Seegras-Eintopf, Udhöhlensalat, eine klassische Lasagne. Seegras-Eintopf. Wir haben das frischeste Seegras, fangfrisch aus Brical de Mar. Komm schon, Moment bitte. Könnte ich bitte die Zimmernummer haben? 69? Danke, such dir bitte einfach einen Tisch aus. Willst du mich übers Ohr hauen oder was? Nein, wirklich nicht, mein Herr. Deine Tour nicht gut. Geh mir aus den Augen, ein kleiner Bandit. Ach, die wussten, dass alle die 69 wählen. Wir hätten was anderes nehmen sollen. Hätten wir schön auf Kosten der Gäste uns was gönnen können. Jetzt gehen wir leer aus. Noch was auf dem Teller? Noch immer der beste Ort für die Nies-Delikatessen. Das Palasthotel enttäuscht nie. Ich bin ziemlich enttäuscht. Nur den hier. Sieht aus, als wenn er irgendwie 4-5 Stunden Wii Sports gezockt hätte oder so. Nichts im Fernsehen. Pff, draußen ist es schön. Wie so der Typ für draußen. Das verstehe ich. Hier ist zu. Ja. Komm schon, erzähl mir nicht, dass du schon müde bist. Wir müssen uns noch viel ansehen. Die Strände von Brical de Mar. Die Salinen von Turquesa. Wir sollten schleunigst zur Fähre. Du, was du willst, mein Goldstück. Ich gehe ins Bett. Haben wir anscheinend auch aufgenommen. Was ist das überhaupt?
Also es ist ein Bun-Bun. Also Richtung Hase. Gut, bin ich mal gespannt, was uns drüben erwartet. Perfekt. Danach habe ich überall gesucht. Hauptsache kostet 3k so ein Outfit. Was soll ich mit einem Neoprenanzug? Können wir schwimmen gehen? Die Hose haben wir schon, lässige Shorts. Hm, Stilette oder Stiefel? Hm, oder beides? Die Armbinde ist komisch. Die Shorts sind sehr kurz. Die Schuhe feiere ich. Die Shorts sind sehr kurz. Wenn es jetzt lange Jeans so, dann wäre das nice. Nice. Bei Rouge und Kohl, dem besten Schneider auf dieser Seite des Helaro. Wie kann ich dir helfen? Okay, also nichts mehr bei ihr oder so. Gut. So, dann waren wir überall drin, ne? Dann gucke ich erstmal, ob wir rüberfliegen können. Geht bestimmt noch nicht. Mal schauen. Schauen wir gleich nach. Guck mal ganz kurz auf den Desktop. Gut. Die haben Probleme mit ihrem Schiff. Ja, die Naval, die fährt halt woanders hin, aber wir können da trotzdem mal, keine Ahnung, kurz hin, I guess. Falls wir überhaupt drauf kommen. Das sind zwei Spieler, die sich battlen. Ihr kranken Schweine. Gebt mir mal eure Pokémon her. Eure Temtems. Möchte ich die mal kurz entdecken. Ach, hier ist ein NPC. Heute singen wir noch Omnesien. Hast du einen Fahrschein? Kann ich einen Fahrschein bekommen? Die Mannschaft ist voll und der Frachtraum ist es ebenso. Wir können keine neuen Passagiere aufnehmen. Kannst du mit dem Kapitän reden? Schließlich ihr Schiff und ihr Wort ist hier gesetzt. Hihini. Oh Leute, ich kann jetzt hier aber nicht schon wieder alle NPCs ablaufen. Ich habe keine Ahnung, wie die hießen. Stand die irgendwo rum? Hier ist kein Questmarker, also denke ich nicht.
Wir müssten eigentlich erstmal nach ganz unten wieder. Ne, nicht nach ganz unten. Dahin. Das Bein abgeben. Hätte ich gerne abgehakt. Wir müssen mal kurz zum Pokécenter. Okay, wir hatten das Schweinchen nur einmal. Gucken, ob wir es abgeben können, wenn wir es nicht im Team drin haben. Das würde ich gerne erstmal ausprobieren. Da war ja auch ein Center, glaube ich, ne? Können wir das halt dann da abholen, falls ich es irgendwie im Team haben muss dafür. Ja, da war ein Center. Okay. Erstmal irgendwie nochmal nach unten. Trotzdem. Gerade gedacht, wir können ja den Anti-Fight-Trank nehmen dann. Aber auch wozu? Noch bringen die uns ein bisschen XP hier vorne von daher. Gehen wir mal kurz ein bisschen heißen Kaffee nachkippen. So. Mal gucken, ob das geht jetzt mit dem Abgeben, ohne dass wir den im Team haben. War das hier?
Grasur, ein außergewöhnlicher Bändiger. Die Legende von Zadar. Nice. So komplett voll gehielt sind ja alle, ne? Habe ich ja schon. Ich krieg noch mal einmal an, wenn wir schon hier sind. Oha, er reitet einfach auf den Sandwurm. Oder auf Onyx oder was auch immer das ist. Gatling an wieder und macht keinen Damage. Der hat sogar relativ guten Angriff, ne? Hab bloß halt ein bisschen schwache Verteidigung. Der Rest ist average. Ist halt übelst schlecht ein Spezialangriff, aber Spezialverteidigung ist halt schön hoch. Verteidigung ist hoch. Geschwindigkeit ist hoch. Angriff ist average. War nicht so bad, oder? Das hier war voll gut, I guess. Achso, das ist ja sogar Elektro und Wind. Das fliegt ja sogar. Der ist nur Wind, ne? Ja, der ist nur Wind. Nur mental.
Vertrauen. Ich sehe gerade, wir haben das Schweinchen ja gar nicht weggegeben, ne? Sie wollte ja bloß kurz spielen damit. Was ist jetzt mit dem Bändiger Pass? Was ist das? Was habe ich da abgeholt? Ist das ein Hintergrund für irgendwas? Geht da halt nicht. Ach du Scheiße. U-Emote. Zeig mal. Alter. Verfluchter Baumbanner. Der sieht ganz cool aus. Kann mit endlose Nacht nichts an. Achso, das ist einfach bloß ein Dings, oder? Ne, bei dem Bändiger drüben können wir nicht drauf zugreifen. Ich dachte, das ist irgendwie ein Profilbild, was man abändern kann. Aber irgendwie müssen wir das ja sehen irgendwo. Reittier, Tempedia, Grasur, Rucksack anpassen. Ah, Ladevorgang. Nehmen wir. Haufen. Wie viel sind 1600? Okay, kriegst 100 Bonus, okay. Also 15 Euro. 15 Euro für... Hat man das direkt als Reittier oder ist das ein Reittier-Skin oder... Ist das einfach nur ein Rucksack? Aber coole Flügel. Und ich finde den ja echt fancy, ne? Mal gucken. Wie lange ist das noch drin? 15 Stunden, 47 Minuten. Da kriegt das Tomo rein wieder. Achso, rechts mussten wir lang.